Willkommen bei CodeQuest. Na? Ja. Hallo. Aber jetzt müssen wir das aufnehmen. Willst du mal meinen Schmalzbiber knödeln? Komm. Wir arbeiten hier. Ich auch. Wir sind hier nicht zum Spaß da. Ich schon. Ey. Hallo. Darf ich dich auf ein Glas Essiggurkenwasser einladen? Essiggurkenwasser? Trinkt man das hier? Wir müssen leider gerade wegen der Uni was machen. Es tut mir voll leid, wir kommen aus Hamburg und müssen hier ein Projekt leider starten. Aber es ist ganz lieb. Was ist denn Essiggurkenwasser? Hey, komm doch mal zu mir herübergewackelt, du süßer Pudding. Sorry. Ich habe eine Blasenentzündung. Na, schau sich das einer mal an. Was denn? Was denn? Willst du mal in meinem Schmalzbiber knödeln? Und auch eine Sonderausstellung über die Weimarer. Was möchtest du mal an meinem Schmalzbiber? Nee, ich möchte gar nichts, danke. Nee. Könnt es bitte weitergehen? Ich möchte gar nichts von dir. An meinem Schmalzbiber knödeln. Ich knödel mal selbst irgendwo. Ich hab Angst. Ich treffe mich gleich mit jemandem. Können Sie probieren, ob ich stinke? Dieser Grashalm ist viel zu rot. Leck mich am Zwieback. Was machen wir denn da? Leck mich am Zwieback. Ich hasse es, Untertitel zu lesen. Ich hasse es, Untertitel zu lesen. Da hast du Pech gehabt. Es ist nun mal auf Deutsch und wir brauchen auch für unsere Nicht-Deutschen Untertitel. Es tut mir leid. Siehst du, alles, was ich sage, ist mit Untertiteln verziert. Das ist voll nervig. Oder? Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Können wir dir irgendwie helfen? Ich treffe mich gleich mit jemandem. Ja. Können Sie probieren, ob ich stinke? Ach, okay. Viel zu rot. Guck mal. Ja. Viel zu rot. Hier, sehe ich genauso. Guck dir das mal an. Sehe ich genauso. Das erkennen wir schon mit bloßem Auge. Ja. Ja, ganz eindeutig. Viel zu rot. Und was hat, nerven dich die Untertitel auch so? Teilweise. Ja. Es kommt aber darauf an, ob ich den Film auch so verstehe oder nicht. Ja, ja. Ich meine, du selbst hast ja auch Untertitel. Findest du die gut oder eher schlecht? Es kommt halt immer aufs Thema an, muss okay. Ich sagen. Oh, hey. Do you understand German? Sorry? German, do you understand it? No. Ihr seht so verdammt gut aus, es ist unglaublich. Ich guck mich in Deutschland um, alle Deutschen sehen so scheiße aus. Aber ihr seht wundervoll aus. Guckt euch doch mal an, super gut und so intelligent wie ihr wirkt. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß noch nicht, was ich guck. Ihr könnt auch noch super gut klatschen, es ist der Wahnsinn.